Kupfer ist eines von unseren wichtigsten Industriemetallen und ausgerechnet Kupfer soll jetzt knapp werden. Kommt jetzt also die große Rallye bei Kupfer und bei Kupferaktien oder ist das Ganze nur wieder so ein Hype? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich muss mich entschuldigen. Erstens, in meinem letzten Video, da habe ich mein Hemd nicht richtig zugeknöpft. Spätrömische Dekadenz, ich weiß schon, sowas soll auch nicht wieder vorkommen. Zweitens, ich bin darauf angesprochen worden, dass ich hier auf dem Kanal ein Klima der Angst erzeugen würde, weil ich immer wieder Kommentare rausgreife, Kommentare, die mir nicht passen und mich dann hier öffentlich drüber auslasse. Ich habe das bis jetzt nie so gesehen. Für mich war immer klar, die einzige empfindsame Seele hier in dem ganzen Spiel, das bin sowieso ich. Aber letztes Mal habe ich dann eben wieder einen Kommentar kommentiert, woraufhin der Zuschauer dann, muss man sagen, wirklich Größe gezeigt hat und dann sinngemäß geschrieben hat hier auch, sorry, da habe ich wohl ein bisschen über die Stränge geschlagen. Und da muss ich umgekehrt sagen, ja, und ich dann allerdings leider auch. Ich war da auch einfach ein bisschen dünnhäutiger, als man hier eigentlich sein sollte. Dafür möchte ich mich entschuldigen. In der Sache war das ganze Thema schon interessant. Also es ging um die künftige zusätzliche Silbernachfrage, vor allem durch Elektroautos. Und es gibt ja viele Berichte, die darauf hinweisen, dass durch E-Mobilität die Silbernachfrage steigen wird in Zukunft. Die Frage ist nur, um wie viel. Und ich hoffe, es gibt da auch bald mal belastbarere Aussagen dazu oder gute Prognosen dazu. Bis jetzt habe ich da noch nicht viel gefunden. Es kann aber schon sein, dass man daraus dann auch für Silber demnächst mal ein sehr positives Szenario vielleicht ableiten kann. Und wie gesagt, letztes Jahr ist die Silbernachfrage ja auch schon wieder gestiegen, nach allem, was wir wissen bis jetzt. Aber so oder so, also ich hoffe, das sind kleine Irritationen jetzt, wo keiner dem anderen wirklich böse ist. Und insgesamt will ich wirklich auch noch mal sagen, ich bin für die Kommentare hier sehr, sehr dankbar. Man hört ja immer wieder davon, die sozialen Medien würden die Gesellschaft vergiften. Hier ist es überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil. Wenn ich mal anschaue, wie viel positive und wie viel motivierende Kommentare es hier jedes Mal gibt. Und wenn ich sowas sehe, wie zum Beispiel letzte Woche nach der Korrektur da in Kasachstan, wenn dann jemand wie Zoltan Kissen, sehr erfahrener Anleger übrigens, wenn der dann gleich passend dazu seine Russland- und Kasachstan-Kaufliste hier reinstellt. Oder letztes Mal jemand wie Headbanger, der sich wirklich die Mühe macht, dass er ausführlich hier auch das Recycling-Thema anspricht, bei Platin und bei Palladium. Und dazu vielleicht noch ganz kurz, das ist ein wichtiges Thema. Hier das Platinangebot, die letzten 5 Quartale vom World Platinum Investment Council. Von links nach rechts haben wir hier die Minenproduktion, die Bestände von den Produzenten, das Recycling und dann ganz rechts das Gesamtangebot. Und da sieht man schon, das Recyclingangebot, das war relativ stabil und es ist inzwischen wirklich auch eine feste Größe, steht inzwischen für ein Viertel vom Gesamtangebot. Und auch was Palladium betrifft, da sagt man ja sogar, dass das Recycling da eine wichtige Rolle dafür spielen dürfte, dass ab 2025 es wahrscheinlich schon wieder ein Palladium-Überangebot gibt. Bei Palladium wird sich das stärker auswirken, sehr wahrscheinlich, als bei Platin, weil Palladium ist ja im Moment noch knapp und auch sehr teuer. Aber wie auch immer, also tolle Themen hier, tolle Debatten, es macht Spaß mit Ihnen. Sie sind ein tolles Publikum. Und jetzt müssen Sie nur noch den Kanal auch endlich abonnieren. Dabei dann auch die Glocke drücken, dann werden Sie auch benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Tut mir leid, aber das mit dem Kanalabo, das musste jetzt natürlich sein. Gut, Platin und Silber haben wir hinter uns. Heute geht es um Kupfer.
Und die Rohstoffbegeisterung letztes Jahr, die war ja zu einem guten Teil auch eine Kupferbegeisterung. Und Kupfer ist ein Paradebeispiel für ein wichtiges Industriemetall, das unter Umständen wirklich knapp werden könnte. Es gibt andere Metalle, die das sicherlich auch könnten, aber ein derart wichtiger, gängiger Rohstoff wie Kupfer, wenn der wirklich knapp werden würde, das wäre schon ein starkes Stück. Und hier haben wir die Kursentwicklung. 5-Jahres-Chart. Wir sehen, auch Kupfer war ein Profiteur der Corona-Rallye. In den Jahren vorher war es ja überhaupt nicht berauschend. Aber seit dieser, naja, könnte man sagen, seit dieser Geldschwemme, seit den Hilfsprogrammen, auch seit Joe Biden und seinem großen Infrastrukturprogramm und so weiter, seitdem geht es deutlich nach oben mit Kupfer. Was wir aber auch sehen, das Hoch war schon erreicht letztes Jahr im Mai, ein Allzeithoch übrigens. Und dann nochmal ein starker Anstieg im Oktober, der dann aber auch kein Durchbruch war, da sind wir auch wieder zurückgefallen. Wenn man jetzt großzügig ist, dann sagt man vielleicht, naja, Kupfer stagniert hier jetzt gerade eben auf hohem Niveau und schöpft dann nochmal Kraft für die nächste Rallye. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Charttechniker wäre, dann wäre ich da vielleicht auch ein bisschen skeptisch, wenn ich das so sehen würde und würde dann sagen, oha, luftiges Niveau und dann aber auch noch ein Doppeltop. So richtig gut sieht es nicht mehr aus. Zum Glück bin ich kein Charttechniker. Aber nehmen wir mal an, bei der Kupferbegeisterung im Frühjahr, die wir da gehabt haben, wo es dann ja auch sagenhafte Kursziele gegeben hat, so von Goldman Sachs, von Bank of America, von Jefferies, wo alle geschrien haben, Knappheit, Knappheit, Knappheit. Nehmen wir an, Sie wären da als Anleger voll drauf eingestiegen, hätten lauter Kupferaktien gekauft und Ihr bester Kumpel, der hätte nur die üblichen dämlichen US-Aktien gekauft, dann hätte er Sie damit bis jetzt geschlagen. Ich habe mich damals im Frühjahr schon ein bisschen kritisch geäußert zu diesem angeblichen Rohstoff-Superzyklus. Ich sage kurz jetzt nochmal warum. Das ist der Bloomberg Commodity Total Return Index. Vom Jahr 2000 bis zur Corona-Krise. Von der Seite von Trading Economics habe ich den. Wir haben so eine Rohstoff-Rallye schon mal gehabt und zwar vor und nach der Finanzkrise 2008. Billiges Geld, große Begeisterung, aber danach ging es ziemlich schnell auch wieder runter. Und bis zur Corona-Krise waren die Rohstoffe ja wirklich erstaunlich schwach. Und gerade auch bei Kupfer haben wir es eben auch so gehabt. Hier der Chart ab 1988. Starke Rallye bis zur Finanzkrise, eine noch stärkere Rallye nach der Finanzkrise. Und dann aber eben auch ein jahrelanger Rückgang. Und erst jetzt in der Corona-Krise dann wieder ein Anstieg auf die Allzeithochs auf, oder auf ein neues Allzeithoch, sodass man ein bisschen das Gefühl hat, das sind hier eher so Liquiditätsrallyes, so Aussicht auf billiges Geld, Angst vor der Inflation. Nur wenn es das ist, da bin ich der Meinung, sowas hält nicht lange. Weil irgendwann schaut man bei den Rohstoffen eben auch wieder auf die Fundamentaldaten, auf Angebot und Nachfrage. Muss nicht heißen, dass es diesmal wieder so kommt, dass es wieder so stark korrigiert, aber man muss es im Hinterkopf haben. Wie sind die Fundamentaldaten? Von 2011 bis 2020 haben wir ja gesehen, da ist Kupfer stark gefallen, obwohl wir ja damals eine riesige Nachfrage gehabt haben durch die ganzen Infrastrukturprogramme in China. Und China ist für Kupfer wahnsinnig wichtig. Nur, was haben wir denn im Moment in China? Wir haben eigentlich eine Krise. Wir haben Wachstumssorgen in China und wir haben auch wirklich eine Krise am chinesischen Immobilienmarkt, China Evergrande und so weiter. Und jetzt bedenken wir aber mal, dass 55% der globalen Kupfernachfrage aus China kommen und dass allein 20% der Kupfernachfrage weltweit nur aus dem chinesischen Immobiliensektor kommen. Das klingt also gar nicht besonders gut. Und das erklärt sicherlich auch, warum Kupfer seit Oktober wieder korrigiert hat oder von Oktober bis Dezember korrigiert hat. Und es erklärt vielleicht auch, warum seit Mitte Dezember Kupfer wieder steigt, weil die chinesischen Wirtschaftsdaten langsam wieder etwas besser werden und weil man auch hofft, dass die chinesische Regierung die Wirtschaft und auch den Immobiliensektor jetzt wieder anschiebt. Kupfer produziert da.
produziert, profitiert davon. Nur wenn man jetzt glaubt, dass das mit China wirklich so kommt, wie die anderen Marktteilnehmer gerade denken, dann kauft man vielleicht ja jetzt lieber China-Aktien, weil die sind günstig und da hat man auf so ein Szenario einen höheren Hebel als jetzt bei Kupfer, das in der Nähe vom Allzeithoch noch ist. Und wenn es um China-Aktien geht, dann sind sie hier sowieso richtig auf dem Kanal. Ist auch ein Grund, um meinen Kanal endlich zu abonnieren. Ein anderes Argument für steigende Kupferpreise sind das Infrastrukturprogramm in den USA von Joe Biden. Und zumindest ein Teil davon ist ja jetzt mal durch und Infrastruktur verbraucht auch viel Kupfer. Aber ich würde sagen, wenn die Nachfrage aus China wirklich schwach bleiben sollte, dann reicht das als Gegengewicht wahrscheinlich nicht. Falls sich China jetzt erholt und plus dieses US-Infrastrukturprogramm, dann wäre das natürlich positiv für Kupfer. Und dann haben wir aber eben noch unsere weltweiten Klimaschutzprogramme, E-Mobilität, Windenergie, Offshore-Windenergie, Stromspeicher, die ganzen neuen Stromnetze, auch eigentlich ja ein Komplettumbau der Energiewirtschaft und Energieproduktion. Dafür sollten wir wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Kupfer brauchen. Das ist auch schwer bezifferbar, kommt auch nicht auf einen Schlag, sondern das wird sich über die Jahre hinweg entwickeln, aber ist natürlich auch ein starkes Argument für Kupfer. Aber jetzt sind wir doch mal skeptisch und sagen, China erholt sich nicht, das US-Infrastrukturprogramm kommt auch nicht so richtig in die Gänge und dieses ganze Klimaschutzzeug dann sowieso nicht. Alles nur heiße Luft. Dann stellt sich aber immer noch die Frage nach dem Kupferangebot. Und da gibt es etliche Studien. Es gibt eine, die sehr detailliert ist, die greife ich heute mal raus von Standard & Poor's. Da muss man sagen, es sieht nicht besonders gut aus bei Kupfer. Wir sind jetzt schon in einem Defizit. Das kann etwas besser werden in nächster Zeit, weil neue Produktion auf den Markt kommt, aber eben nicht viel. Produktionswachstum laut Standard & Poor's bis 2025 1% pro Jahr. Ist nicht viel, aber okay. Nur von 2026 bis 2030, da fällt dann die Produktion. Und zwar um 4,6% pro Jahr. Weil die Ausbeute sinkt, die Grade sinken und es kommt wenig neue Produktion dann auf den Markt. Und das, was kommt, das reicht dann auch nicht aus, wenn alles umgesetzt wird an neuen Projekten, das nur irgendwie gerade im Raum steht. Und das ist noch optimistisch. Es gibt auch Aussagen wie von der CRU Group, die sagen zum Beispiel, naja, bis 2035, da werden einfach 200 Kupferminen wegfallen, die heute noch produzieren. Die wird es einfach nicht mehr geben. Schauen wir uns aber nochmal das von Standard & Poor's an. Das rosafarbene ist die Produktion der bestehenden Minen. Dann rotbraun, was sehr wahrscheinlich noch dazu kommt. Grün, das, was möglicherweise dazu kommt. Und gelb, das, was dann auch noch vielleicht irgendwie dazukommen könnte. Und wir sehen schon, erstmal kommt schon noch was dazu. Aber das Ganze kippt dann irgendwann ab 2025, 2026. Und wenn man das dann kombiniert mit einem gewissen Nachfragewachstum, dann wird es ab 2025 wahrscheinlich wirklich eng. Und das Defizit weitet sich dann immer weiter aus, sodass es 2030 schon bei 3,15 Millionen Tonnen Kupferkonzentrat wäre. Sieht vielleicht harmlos aus, aber jedes Jahr so ein Defizit, dass man nicht mehr wegkriegt, das wird hart. Und neue Minen sind teuer, die brauchen Jahre, bis sie dann wirklich produzieren. Wir haben jetzt zwar hohe Preise, das regt vielleicht auch Investitionen jetzt wieder an, aber es ist nicht leicht, dass man wirklich große, profitable Projekte auch findet. Und die zwei größten Produzentenländer, das sind China und Peru. Und in Peru haben wir seit einem halben Jahr eine Regierung, die den Minenkonzernen das Leben wirklich schwer macht, die auch schwer berechenbar ist. Und in Chile haben wir jetzt seit neuestem auch so eine Regierung, die das genauso machen will. Und da hat im Moment wahrscheinlich wirklich keiner große Lust, in solche Länder jetzt neue Milliarden in neue Projekte zu investieren, die man aber bräuchte. Was heißt das jetzt für Kupfer? Also ich finde es schon wichtig, dass man weiß, dass das wahrscheinlich keine Einbahnstraße ist jetzt erstmal. Noch ist der Markt ganz gut versorgt und wir sind fast auf einem Allzeithoch nach wie vor und die Nachfrage ist vielleicht die nächsten Jahre nicht wirklich ganz so hoch, wie man glaubt. Das Ganze kann also schon zwischenzeitlich auch mal enttäuschen.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass mit der Kupferknappheit da, von der jetzt viel die Rede war, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Da ist schon was dran. Und ich kann mir vorstellen, also durchaus, dass es Korrekturen da gibt in den nächsten Jahren. Aber das sind dann wahrscheinlich Einstiegschancen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir mittelfristig mindestens Preise haben wie jetzt oder vielleicht auch noch höher. Kupfer ist also ein Klassiker für einen Rohstoff, der wirklich irgendwann die nächsten 10 Jahre auch mal knapp werden kann, weil er eben gebraucht wird, weil zu wenig investiert worden ist, weil Investitionen ja auch uninteressant waren lange Zeit und weil die Unternehmen dafür ja auch abgestraft worden sind am Finanzmarkt. Der Finanzmarkt sowieso ein Problem, wo jeder jetzt ja die letzten Jahre nur noch investieren wollte in die nächste Amazon, in die nächste Taxi-Plattform, ins nächste Müsli.de, und wir haben Milliarden verblasen für das Schürfen von Bitcoin, und jetzt gehen uns die Rohstoffe aus, die echten Rohstoffe. Das ist die Rache der Old Economy jetzt, und was das betrifft, verweise ich auch noch mal auf mein Video im November, vom November, da das Ganze ein bisschen ausführlicher. Ich bin also für Kupfer mittelfristig um einiges optimistischer als für viele andere Rohstoffe. Ich kann hier gern andere Rohstoffe auch noch besprechen. Ich habe da gerade sowieso einen Lauf bei Rohstoffen. Sie können ja unten reinschreiben, auch was Sie da interessieren würde vielleicht noch. Und was Kupferaktien betrifft, das überlasse ich heute auch mal ganz Ihnen. Machen Sie vielleicht hier Vorschläge, stellen Sie da Ihre Aktien zur Diskussion. Wird sicherlich interessant. Und von uns gibt es nächste Woche erstmal, wie versprochen, unseren Zukunftsmärkte-Report zu den Platinaktien. Die Reports von uns sind immer kostenlos. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche bekommen Sie den mit 4 Platinproduzenten, 3 größere Platinproduzenten und ein kleinerer Unbekannter, der aber auch sehr interessant ist. Und der Link, wo Sie sich dafür eintragen können, der ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Also abonnieren Sie unsere Gratis-Reports, abonnieren Sie meinen Kanal, und ich freue mich, wie gesagt, auf Ihre Kommentare. Und diese Woche wird hier auch keiner mehr beleidigt. Alles Gute Ihnen, danke fürs Zuschauen.